So, meine Freunde, willkommen hier wieder zurück zu eSports Live. Da ist es auch schon wieder, ja, ganze 14 Uhr. Da kommt jedes Mal dieser selbe bekloppte Dialog. Und dann versuchen wir mal noch weiterhin zu lernen. Gimar und Music. Dann war es das auch schon wieder mit unserer Energie für den Test. Dieser Ort hat geschlossen. Ja, es ist ja auch schon wieder 22 Uhr. Amy, hallo, wie geht's? Ja, wie geht's dir? Mein Name ist Amy. Wir haben deine Nummer gegeben. Wer war das? Eine Freundin von Mark, er sagte, ihr habt zur Zeit getroffen. Ja, er sagte mir nach dem letzten Spieler und Teamtuch, das ist soweit richtig. So, dann wollen wir uns natürlich wieder treffen am Lebensmittelgeschäft. Das ist ganz klar, wo sollte man sich sonst treffen, außer am Lebensmittelgeschäft. So, Marc, das ist Amy. Hi, Amy. Eigentlich, die wollte ich nicht ansprechen, weil die mir ein bisschen zu bitchig rüberkommt. Ja, willkommen im Team. In genau 2 Tagen der eSports Bar. Perfekt. Wir haben 48 Stunden, um weiter zu trainieren und besser zu werden. Alles klar. Allerdings. Das ist weiterhin das Problem, was wir immer noch haben. Wir haben keine Energie. Und für ganze 15 Dollar kann ich mir 20 Energie kaufen. 40, 30, 10, 6, 60. Nur die eine Sache ist, noch eine Stunde bis die heiße, also das sind diese ganzen Informationen hier. Also immer nur so die Sache. Wir haben jetzt zum Beispiel das Gelump gekauft, wo setze ich das ein? Ich bedauere es denn, 20 Uhr, naja, aber trotz all dem keine Energie. Sprich, wir schlafen wieder. Du musst bis Monate trainieren, bevor der Konfrontation mit Russell. Ja. Ich meine, es ist 6 Uhr. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich mal nicht drauf hin. Wie sieht es eigentlich aus, um den Top, dem diesen Tester zu bestehen? ...36% Erfolgschance. Naja. Das ist jetzt echt auch nicht so viel. Bla 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 bla. Immer wieder dieser selbe Dialog. Mei oh mei oh mei. Yep. Mhm.
Alles klar. Wir können im Bereich der Intelligenz was setzen. Extrapunktanzahl. Okay, setze ich jetzt einfach mal hier rein. Das Ganze hier zu stoppen. Also das setzt schon mal das Stresslevel massiv runter. Wir haben immer noch 5 Minuten Zeit, ist ja Wahnsinn. Ah, jetzt können wir in die Schule, wunderbar. Ja. Also den Test müssten wir ja bestehen und da sollten wir schon, ich weiß auch nicht, über die Dings da rumkommen. Was haben wir hier? Music and Gamma. Nicht genügend Energie. Ah, morgen ist ja dieses komische Match da. Jetzt haben wir 16 Uhr und ein paar zerquetschte. Um 20:25 Uhr haben wir dann den ganzen Spaß. Dann räumen wir mal weiter hier das Zimmer auf, weil wir es können. Aktion kann nicht weitergeführt werden, weil keine Energie. Das nach einer Stunde. So. Jetzt haben wir wieder hier das übliche Blablabla. So. Was haben wir jetzt hier? Music. So, Herausforderung abgeschlossen. Lerne die ganze Woche. Mike, bist du bereit für den großen Kampf? Natürlich, Mike, natürlich. Ich hoffe es. Oh, dann gehen wir zur E-Sports Bar, Junge. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier läuft. So, hi Loser, bla bla, haben auf jeden Fall schöne Dinger an. Das bezweifle ich stark, dann beleidigen wir uns mal einfach alle gegenseitig. Und dann geht der ganze Spaß jetzt mal los hier. Wird Master of Champions das Spiel sein, das entscheidet, welche Mannschaft die beste ist? Dein Deck an Führungskarten.
M versus Cobra. Also Team Carry Tank. Defensiv Hier ist der Tank. 5. Das haben wir dann hier so. Das ist Carry, das ist eher so in die Schnauze. Also meine, das was ich gesehen halt hier als 2-2 habe, ist Jungle. Hier ist der Carry. Nee, weil du sollst Tank Hier einsetzen. ist der Tank. Jungle ist dann, denke ich mal, eher das Hier da. ist der Jungler. Hier ist der Carry. Und Support. Hier ist der Support. Dies sind die Positionen für die Spieler des blauen Teams. Naja, okay. Wir haben auf automatisch zuweisen gemacht. Ich denke mal, das Spiel wird schon wissen, was es macht. Das Spiel beginnt. Runde 1. So, alles für den Carry. Nutze es nicht. Keine Ahnung, eine gute Chance hat, okay. Jetzt wird's interessant. Auf Feindessuche. Carry Angriff holen. Der Spieler ist zum Angriff übergegangen. Und gucken wir mal. Unglaublich, aber das war verfehlt. Unglaublich, aber das war verfehlt. Unglaublich, aber das war verfehlt. Alles klar. Das war reines Glück. Wie konnte das passieren? Mein Gott, was für ein Fehler! Wie konnte das passieren? Unglaublich, aber das war verfehlt. Verdiene Win Und nicht ein Points. Spieler tot. Diese Mannschaft spielt auf einem anderen Niveau. Round 2. Das war ein unglaublicher Angriff. Sie gehen aufs Ganze. Der Tank springt Dann nach vorne, Angriff bereit, den Schaden erhöhen. abzuwehren. Dieser Spieler scheint sehr selbstbewusst im Angriff. Dann wollen wir mal. Wie konnte das passieren? Das war reines Glück. Wie mühelos. Das dann. Mein Gott, was für ein Fehler! Wie konnte das passieren? Mein Gott, was für ein Fehler! War das ein Fehler? Unglaublich! What are the winning points? Die Mannschaft scheint nicht sehr beeindruckt von diesem Zwischenfall. Spieler respawn. So, alles für den Carry. Sie wollen ganz klar den Anführer töten. Taktik offensiv. Jetzt sieht es so aus, als wollten sie Druck machen und die Oberhand gewinnen. Der Carry feuert das ganze Team an. Nützlich bei offen, vergeblich bei defensiven Taktiken. Carry Angriff erhöhen oder Winning Point? Revolution. Gucken wir einfach mal. Mühelos. Okay, down. Oh, das tut weh. Down. Wie einfach. Down. Unglaublich, aber das war verfehlt. Er hat ihn nicht mal kommen sehen. Down. Wir verlieren sehr gut, würde ich sagen. Nur noch ein Spieler? Ob das noch so weitergeht? Respawn. Wir gehen in die Offensive.
Die Mannschaft hätte entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Aber die Schützen bereit, den Schaden abzuwehren. Das ist eine echte Attacke. Der Rest ist eh auf Respawn. Let's go. Das war knapp. Er hat ihn nicht mal kommen sehen. Sehr gut, down. Das hat ihn zerfetzt. Down. War das ein Fehler? Unglaublich. Die Mannschaft scheint nicht sehr beeindruckt von diesem Zwischenfall. So, nützlich bei Offensiv. Dann gehen wir hier in Offensiv rein. Die Mannschaft versucht, die Initiative zu ergreifen. Das war eine schöne Überraschung. Ja, eine Carry hier rein. Der Spieler ist zum Angriff übergegangen. And let's go. Das war knapp. Unglaublich, aber das war verfehlt. Mhm. Unglaublich, aber das war verfehlt. Alles klar? Unglaublich, aber das war verfehlt. Mhm. Das war knapp. Mhm. War das ein Fehler? Unglaublich. Er hat ihn nicht mal kommen sehen. Sehr gut. Und nicht ein Spieler tot. Diese Mannschaft spielt auf einem anderen Niveau. Okay, dann geht's weiter. Alles für den Carry. Nütze, wenn ein feindlicher Carry viele Probleme verursacht. Dann schützen wir uns mal. Der Tank springt nach vorne, bereit, den Schaden abzuwehren. Jetzt wird's interessant. Nützlich bei offensiven Taktiken. Mein Gott, okay. Sie sind dem Sieg nahe. Wir versuchen es mal. Wie konnte das passieren? Unglaublich, aber das war verfehlt. Mhm. Unglaublich, aber das war verfehlt. Mhm. Ein riesiger Schaden. Brutal. Unglaublich, aber das war verfehlt. Wer hätte es gedacht? War das ein Fehler? Unglaublich. Unglaublich, aber das war verfehlt. Die Mannschaft scheint nicht sehr beeindruckt von diesem Zwischenfall. Wir respawnen einmal. Okay. Wirft sie auf Spieler, die eine hohe Überlebenschance haben. Gefährlich bei Nutzung in Kombination mit offensiven Strategien. Wir gehen jetzt mal offensiv ran. Jetzt sieht es so aus, als wollten sie Druck machen und die Oberhand gewinnen. Ja. Sie wollen ganz klar den Anführer töten. Der Carry feuert das ganze Team an. So, schauen wir mal. Let's go. Das war reines Glück. Unglaublich, aber das war verfehlt. Das hat ihn zerfetzt. Sehr schön. Wie konnte das passieren? War das ein Fehler? Unglaublich. Oh. Nicht ein Spieler tot. Diese Mannschaft spielt auf einem... Und gewonnen. Obwohl ich nicht weiß wie, aber wir haben gewonnen. Runde 8. Naja gut, wir haben noch nicht ganz gewonnen, aber passt schon. Wir gehen mal hier in Schütztisch. Der Tank springt nach vorne, bereit den Schaden abzuwehren. Wir hören mal hier einen Carry-Angriff. Der Spieler ist zum Angriff übergegangen. Jetzt wird's interessant. Auf Feindessuche. Let's go. War das ein Fehler? Unglaublich! Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? War das ein Fehler? Unglaublich! Unglaublich! Das war reines Glück. Reines Glück war das. Wie konnte das passieren? Unglaublich, aber das war verfehlt. Oh, das tut weh. Die Mannschaft scheint nicht sehr beeindruckt von diesem Zwischenfall. Und wir haben gewonnen. Keine Ahnung wie, aber wir haben gewonnen. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel war spannend bis zum Ende.
Kaku. Kills, Q, B, K, Q, K, K. Okay. Verstehe. Matchende. Alles klar, ich habe nichts verstanden. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nichts verstanden. Esports Live. Danke, dass du den Laptop zurückgebracht hast, Russell. Naja, fühlt sich jetzt an zu verlieren, Russell. Wir treffen uns in 3 Tagen wieder für noch ein Spiel. Wenn ihr euch traut. Hast einmal verlieren nicht gereicht oder was? Ihr hattet nur Glück, aber ihr werdet bald merken, dass ihr wirklich drauf habt. Die einzige Person, die wirklich was drauf hat, ist meine Mutter. Ah ja. Rückspiel gegen Russell. Natürlich, warum sollte man es auch beim einmal belassen? Na gut, meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen und bis dann, alle Renne. Tschüss.